Ich freue mich und heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserem Webinar, in dem wir Ihnen Kavipor vorstellen wollen. Ich freue mich vor allem, dass wir den Frank jetzt auch sehen. Frank, ich sehe dich, das ist super. Sehr gut. Und bevor wir auch in die Vorstellungsrunde gehen, möchte ich Sie ganz kurz auf ein paar Sachen, ein paar Regeln hinweisen für diese WebEx-Session, die wir heute hier gemeinsam haben. Sie sind alle automatisch auf stumm geschaltet. Also nicht wundern, Sie haben rechts neben Ihrem Namen ein durchgestrichenes Mikrofon. Das bedeutet, Sie sind stumm. Wir bitten Sie, wenn Sie Fragen haben, diese über die Chat-Funktion zu stellen oder auch über die Q&A-Funktion. Da haben Sie zweierlei Möglichkeiten, also einmal Fragen und Antworten oder eben über den Chat direkt an den Herrn Reuter oder auch an mich. Wir beantworten alle Fragen nach dem Vortrag, damit wir einen smoothen Durchlauf haben. Und Sie können natürlich auch sehr, sehr gerne Ihre Frage nicht nur digital über den Chat stellen, sondern sehr gerne auch Ihre Hand heben oder auch das Fragezeichen benutzen in diesem WebEx-Event. Und dann können wir Sie laut schalten und dann können Sie Ihre Frage auch direkt an unseren Experten richten. Und wir werden diese Veranstaltung aufzeichnen, um sie danach auch online den Teilnehmern, die heute keine Zeit haben, zur Verfügung zu stellen. Für die optimale Bandbreite bitten wir Sie noch, Ihr Video auszuschalten. Wir als Sprecher haben das Video natürlich an, dass Sie uns sehen können. Und ich stelle meins aber auch gleich wieder aus und dann haben Sie nur noch den Frank auf dem Bildschirm. Und genau, dass Sie uns kurz kennenlernen, wer sind wir überhaupt? Frank wird gleich im Detail auch noch mehr zu sich sagen. Frank Reuter, Dr. Frank Reuter ist unser Experte für Kavipor und wird heute Ihnen das Produkt näher bringen, Ihnen vorstellen, Anwendungsmöglichkeiten zeigen und danach auch für Ihre Fragen noch zur Verfügung stehen. Also ist auch so, dass wir nicht um 15 Uhr verschwinden müssen, um 16 Uhr, Entschuldigung, um 16 Uhr verschwinden müssen, sondern wir bleiben gerne auch noch ein bisschen in der Leitung, wenn Sie weitere Fragen haben. Und zu meiner Person, ich bin Ina Osten, ich gehöre in der BASF in die Kommunikation des Bereichs Monomere und da zuständig für die Polyamide. Und freue mich, dass Sie heute so zahlreich da sind und würde in diesem Setup, Frank, an dich übergeben. Ich spiele dir den Ball rüber und dann kann es losgehen. Einen Ja, Moment. geschehen. So. Genau, während ich hier rumklicke und die Technik ausprobiere, auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, man kann mich gut hören und mittlerweile auch meinen Bildschirm sehen. Sehr schön. Jawohl. Das ist gut. Dann fangen wir doch mal an. Genau. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen von meiner Seite. Auch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben an einem wunderschönen Freitagnachmittag, trotz Sonnenschein und ja, reichlichen Plusgraden draußen, dass Sie jetzt doch noch eine Stunde vor dem Rechner verbringen und ja, sich von mir in die Welt des Kavipors einführen lassen. Genau. Das werden wir jetzt in den nächsten, ich denke mal, 40, 45 Minuten, wird es wohl doch dauern, mit einem Vortrag machen, wie die Nina schon gesagt hat, im Nachgang dann halt die Fragen, die Sie haben, beantworten und vielleicht auch eine kleine Diskussion kommen, mal gucken, wie sich das Ganze ergibt. Jetzt fangen wir mal an mit einer kurzen Vorstellung von meiner Person. Wie schon gesagt, mein Name ist Dr. Frank Reuter. Ich habe Chemie studiert, 2001 bis 2008 in Mainz und in Dijon und habe in Mainz dann meine Promotion auch gemacht in der anorganischen Chemie. Dann bin ich 2013 in die BASF eingetreten und habe 3,5 Jahre ein Forschungslabor geleitet, bevor ich dann 2015 die Projektleitung für die Entwicklung von Kavipor übernommen habe. Genau. Und ja, bis heute bin ich im Ganzen treu geblieben, vom Projektleiter zum Produktmanager in Anführungszeichen. Aber was natürlich wichtig ist, die ganze Entwicklung ist nicht eine Sache von mir selbst, sondern es gehören natürlich viele, viele, viele ein größeres Team dazu, in Dienst, in der Patentabteilung, in der Produktion, in der Kommunikation, im Marketing und so weiter. Das heißt, da wurde auch viel Arbeit investiert, hauptsächlich natürlich für die Entwicklung, aber in der Forschung und Entwicklung. Und hier ganz besonders zu nennen und herauszuheben, die Arbeit von Herrn Schmeider, Herrn Glauben, der Frau Sinn und dem Laborleiter Dr. Johannes Arends. Also ohne die natürlich wäre die Entwicklung überhaupt nicht so weit gekommen, wie sie heute ist.
Jetzt haben wir gelernt, wer gearbeitet hat, und jetzt können wir aber erstmal rausfinden, was gearbeitet wurde. Nämlich kommen wir zum Kavipur. Als erstes von den 7 Kapiteln, die ich jetzt, in die ich meinen Vortrag gegliedert habe, werde ich ganz kurz was zur Entstehung bzw. zur Vorgeschichte vom Kavipur bis zum heutigen Tag sagen. Anschließend dann wirklich in die Technologie einsteigen. Was ist Kavipur? Was ist die Technologie dahinter? Wie baut sich das auf? Wie ist es zusammengesetzt? Anschließend auf die Anwendung eingehen. Wir haben das Produkt ja fertig entwickelt und können es und dürfen es auch einsetzen. Da werde ich ein bisschen was zu sagen zur Theorie dahinter, aber auch von ein praktisches Beispiel nennen, an dem auch ein bisschen geforscht wurde. Dann das Eigenschaftsprofil von Kavipur noch ein bisschen genauer beleuchten, weshalb es denn wirklich so geeignet ist für diese eine Anwendung. Und davon ausgehend dann auch denken, was sind denn weitere Anwendungen, die wir in Zukunft auch bearbeiten wollen? Und ja, vielleicht haben Sie ja auch ein paar Ideen, wo man Kavipur dann auch noch einbringen könnte. Dann können wir vielleicht eine Kooperation oder sowas starten. Schauen wir mal. Als vorletztes Kapitel dann eine kurze Zusammenfassung nochmal zu dem System, zu den Eigenschaften, was es denn so einzigartig macht. Und dann als letzten und wichtigen Punkt natürlich die Diskussion beziehungsweise die Fragen und Antworten. So viel zum Inhalt. Gehen wir mal wirklich in medias res. Also die Entwicklung im Zeitraffer, ganz kurz anhand eines Zeitstrahls. Aufbauend beziehungsweise Ursprung der ganzen Entwicklung war ein Harnstoffformaldehyd-System, das in den 1970ern rum von der BASF ins Portfolio aufgenommen wurde. Und dieses Harnstoffformaldehyd-Schaumsystem, kurz UF-Schaumsystem, das UF wird auch ein paar Mal im Vortrag noch auftauchen, deshalb UF bedeutet Harnstoffformaldehyd-System. Genau, und das wird für die Kerndämmung bis heute beziehungsweise letztes Jahr auch eingesetzt. Der Grund, warum es heute nicht mehr so viel eingesetzt wird, zumindest in Deutschland, sind Diskussionen um einen der Haupteinsatzstoffe, nämlich das Formaldehyd. Genau, und die Formaldehyd-Problematik in Anführungszeichen besteht so daraus, dass halt Formaldehyd als Gefahrstoff eingestuft ist. Formaldehyd, das will ich hier gerne nochmal rausheben, ist allerdings ein Stoff, der dem Körper und der Umwelt nicht gar fremd ist. Also unser Körper produziert Formaldehyd selbst und ist auch in der Lage, Formaldehyd abzubauen, zu metabolisieren im Endeffekt. Deshalb gibt es hier einen bestimmten Schwellenwert, der bei der Verarbeitung von dem UF-Schaumsystem eingehalten wird. Trotzdem kommen immer wieder Diskussionen auf, sind dann in der Hauptzeit, deshalb hier mal 2011 eingefasst, so ein bisschen von der wissenschaftlichen in die emotionale Schiene abgedriftet. Und da haben wir halt eben auch die Effekte gesehen, dass die Zukunft für das UF-Schaumsystem so ein bisschen auf der Kippe steht und haben uns dann entschieden, okay, dann machen wir das Ganze sauber und beginnen ein Projekt, in dem wir das UF-Schaumsystem weiterentwickeln. Da werde ich nachher natürlich noch darauf eingehen, was unsere Zielsetzung dort war. Wie gesagt, 2012 Projekt Start, seitdem mehr als 5000 Rezepturen getestet von eben dem eben beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsteam und erfolgreich dann 2018 eine Formulierung gefunden, die wir dann zur Bauaufsicht und Zulassung oder für die wir die Zulassung erteilt bekommen haben, das Kavipur FDX1-System. 2019 mit der bauaufsichtlichen Zulassung konnten wir dann den ersten Kunden umstellen und die erste Tonne kommerziell einsetzen und haben im letzten Jahr 2020 auch die europäische Zulassung bekommen, sodass wir nun den Einsatz auf Europa quasi erweitern können und auch dürfen. So viel kurz zur Entwicklungsgeschichte und jetzt gucken wir uns die Technologie tatsächlich an. Also das Kavipur-System ist ein dreikomponentiges System. Das bedeutet, der Schaum wird aus drei Komponenten in drei Schritten aufgebaut. Die drei Schritte finden eigentlich kontinuierlich auf der Baustelle in einer Maschine statt. Also man sieht eigentlich relativ wenig, wie es aufgebaut ist. Ich zerpflücke es hier mal ein bisschen, damit man weiß, wie das Ganze entsteht. Erster Schritt ist das Aufschäumen. Die sogenannte Templatkomponente als erste Komponente enthält Tenside, also ist quasi ein Seifensystem. Und die Komponente wird dann zusammen mit Druckluft in die Schäumkammer reingedrückt, beziehungsweise durch die Schäumkammer gedrückt. Und es entstehen dann viele kleine Seifenblasen und diese kleinen Seifenblasen ergeben dann den Templatschaum. Im zweiten Schritt kommt dann die zweite Komponente dazu, die Fillerkomponente. Und wie der Name schon sagt, Filler
Da sind halt eben Füllstoffe drin, mineralische Füllstoffe und ein Bindemittel. Und in einem statischen Mischer wird dann diese zweite Fillerkomponente auf den Seifenschaum gemischt bzw. untergemischt, sodass dann die mineralischen Partikel und das Bindemittel homogen auf den Seifenblasen verteilt sind. Im dritten Schritt, mit der dritten Komponente, kommt ein Vernetzer dazu. Und dieser Vernetzer sorgt dann mit dem Bindemittel zusammen für die Abbindereaktion. Das heißt, das ganze Schaumsystem, das ja als Schaum relativ fragil ist, wird dann fixiert und stabilisiert, sodass es in seiner Dimension stabil bleibt. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, also nicht innerhalb von einer Sekunde, sondern es gibt noch ein gewisses Verarbeitungsfenster, das je nach Umgebung und Einstellung zwischen einer halben Minute und 2 Minuten beträgt. Das heißt, in der Zeit kann der Schaum fließfähig, wie er ist, in einen Hohlraum eingebracht werden. In dem Hohlraum selbst bindet er dann komplett ab und trocknet und dann haben wir den fertigen Schaum, der ja, das tut, was er tun soll, nämlich thermisch isolieren. Hier auf der nächsten Folie ist mal ein Video gezeigt, dass das Ganze, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, ja, nein, schnell, auch visuell darstellt. Das ist einer von den über 5000 Laborversuchen, die das Laborteam ausgeführt haben. Und zeigt doch recht schön, wie der Schaum schrittweise erzeugt wird, wenn es denn lädt. Es ruckelt ein bisschen, aber gut, es ruckelt sehr. Also, was man sieht, ich mache es dann jetzt ein bisschen ruckelig. Wir haben die drei Komponenten und die werden, wie eben gezeigt, nacheinander dann zu dem Kaviporschaum verarbeitet. Der erste Schritt ist dann das Aufschlagen, wie gezeigt, der Templatkomponente, also Erzeugen des Seifenschaums. Ja, man sieht hier, wenn auch ruckelig, dass der Schaum relativ einfach und schnell entsteht. Dann wird im zweiten Schritt die Fillerkomponente dazugegeben. Wie man sieht, die Fillerkomponente ist ein bisschen grau. Das liegt an einem Inhaltsstoff, der drin ist. Aber so kann man schön kontrollieren, dass der Schaum auch homogen ist, dass die Fillerkomponente gleichmäßig verteilt ist auf dem Seifenschaum. Und als drittes kommt dann die Vernetzerkomponente dazu. Genau. Das heißt, jetzt, nachdem alles schön untergemischt wurde, findet die Abbindereaktion statt. Und der cremige, fließfähige Schaum, man sieht es oder kann es zumindest erahnen beim Durchzug vom Spatel, fängt jetzt an abzubinden. Irgendwann kann man den Spatel nicht mehr so einfach durchführen, sondern reißt quasi den Schaum auseinander. Ich hoffe, man konnte das jetzt trotzdem so ein bisschen sehen, das Prinzip dahinter und wie sich der Schaum halt eben auch verändert. So, ich habe den Ball wieder, sehr gut. Freigeben. Dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, quasi. In der Zusammensetzung. Das heißt, wir haben jetzt den nassen Schaum, haben wir jetzt hergestellt. Und der nasse Schaum, der frische Schaum, wie eben schon gesagt, ist wasserbasiert. Und das Wasser ist halt eben auch jetzt eines der Hauptbestandteile im frischen Schaum. Das heißt, wir haben ca. 70% Wasser, das in dem Schaum drin ist. Das heißt, bei einer Dichte von 100 Gramm pro Liter sind pro Liter, also in einer Literflasche, ungefähr 70 Gramm Wasser, was jetzt nicht wirklich viel ist. Dieses Wasser als Hauptbestandteil verdampft dann auch langsam aus dem System wieder raus, aber nicht als flüssiges Wasser, also es gibt keinen Rinnsal aus dem Kaviporschaum raus, sondern es wird ausgegeben oder abgegeben in Form von Wasserdampf. Und das über einen relativ langen Zeitraum, schön kontinuierlich, trocknet das Kavipor-System dann halt eben aus. Und wenn es fertig getrocknet ist, bleiben die Feststoffe zurück. Der Schaum hat eine Masse von oder eine Dichte von 30 Gramm pro Liter und setzt sich hauptsächlich aus zwei Mineralien zusammen. Nämlich dem Mineral 1, das macht ein bisschen mehr als die Hälfte der Masse aus, und dem zweiten Mineral. Und als weiterer Hauptbestandteil brauchen wir natürlich auch noch das Bindemittel. Die mineralischen Bestandteile im Endeffekt machen ca. 90% der Masse des trockenen Schaums aus. Das heißt, da haben wir 90% mineralische Partikel, Anorganik.
und circa 10% sind Organik. Und wie gesagt, ein Teil davon ist das Bindemittel und hier in dem Kreis auch in grün dargestellt sind nochmal ungefähr 2% Tenside, die wir natürlich auch noch mit in dem trockenen Schaum haben. Wichtig dabei ist, dass wenn der Schaum einmal ausgetrocknet ist, er kein flüssiges Wasser mehr aufnimmt. Ja, das heißt, er stellt halt eine Barriere für flüssiges Wasser dar. Neben der Chemie braucht man natürlich auch noch ein bisschen Technologie, um das Material herzustellen, das Kavipor herzustellen aus den drei Komponenten. Und hier haben wir natürlich auch ein bisschen was an der Entwicklung getan. Auf der linken Seite auf dem Bild ist jetzt gezeigt, dass wir auf diesem Teil aufbauen konnten. Und zwar ist das eine, ich sag mal, gewöhnliche, gebräuchliche Maschine, die unsere Kunden den UF-Schaum, also den Harnstoffformaldehydschaum, als Vorläufermodell auf der Baustelle hergestellt und verarbeitet haben. Jetzt haben wir für die dritte Komponente, das ist ganz links hier gezeigt, ein Prototyp entwickelt, wie man die ursprüngliche Maschine einfach modifizieren kann. Das sieht jetzt recht spacig aus, aber das ist nur unser Prototyp und über die Zeit haben unsere Kunden das Ganze halt auch kompakter und baustellentauglicher umgesetzt. Das heißt, unsere Kunden können jetzt den Kavipor-Schaum auf einer Technologie mit einer Maschine, die sie kennen, verarbeiten. Die Maschine an sich lässt sich manuell einstellen und für das Bedienen der Maschine braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Und deshalb haben wir uns gedacht, gut, wenn es halt Kunden gibt, die noch keine Erfahrung mit dem UF-Schaumsystem haben oder Neukunden, ja, halt auch für vielleicht andere Anwendungen ins Spiel kommen, dann sollten die doch ein einfach zu bedienendes Maschinen-Setup haben. Und deshalb haben wir uns Stand heute eine automatisierte Maschine ausgedacht und umgesetzt mit einem Partner zusammen und konnten diese Ende letzten Jahres auch erfolgreich testen. Das sieht jetzt auch noch relativ spacig aus, aber wie gesagt, ist ein Prototyp. Und das heißt, die Technologie, was wir so entwickelt haben und umgesetzt haben, funktioniert. Der nächste Schritt ist natürlich, dass wir diese Maschine dann auch jetzt kompakter und baustellentauglicher, robuster machen, dass sie halt eben auch dann von den Kunden gut eingesetzt werden kann und die halt eben auf einfache, leichte Methode den Kavipor-Schaum herstellen. Dass das funktioniert, zeigt man auch in einem Film. So, nächster Film, mal gucken, ob der funktioniert. Ah, genau. Was man hier sieht, ist, dass, wie gesagt, auf Knopfdruck der Schaum hergestellt wird. Wie gesagt, im Hintergrund läuft automatisiert die Einstellung von der Maschine, die drei Komponenten, dass die im richtigen Verhältnis mit der Luft zusammengegeben werden und dann im richtigen Verhältnis genau gemischt werden und der fließfähige Schaum, der Kavipor-Schaum hier entsteht. So, und per Knopfdruck, ja, lässt es sich starten, per Knopfdruck lässt es sich auch wieder abstellen. Das heißt, denkbar einfach für die Applikation. So, Applikation ist das Thema. Wozu verwenden wir denn den Kavipor-Schaum derzeit? Derzeit ist die Anwendung die energetische Sanierung von zweischaligem Mauerwerk. Je nachdem, in welcher Region in Deutschland Sie alle wohnen, zu Hause sind, kommt Ihnen das zweischalige Mauerwerk vielleicht bekannt, vielleicht auch unbekannt vor. Deshalb noch mal kurz darauf eingegangen. Das Prinzip ist hier auf der linken Seite gezeigt in dem Bild. Das heißt, wir haben eine Außenwand, wir haben eine Innenwand und dazwischen Luft, ein Luftspalt von 5 bis 10 cm. Außenwand ist meistens eine Klinkerwand. Das heißt, ja, im nördlichen Teil Deutschlands, Ruhrpott, alles nördlich davon, Münsterland, alles, was man so an Klinkerbauten sieht, das ist genau so aufgebaut. Das heißt, man hat die Außenwand, das ist die Klinkerwand und die schützt die Innenwand, meist Kalksandstein, vor dem Schlagregen, der in den Regionen ja manchmal von allen Seiten zu kommen scheint. Das ist ja vom Prinzip her ganz gut, um den Regen abzuhalten. Das ist aber nicht so gut, um die Mauer zu isolieren, weil die Luft in diesem Hohlraum zirkulieren kann. Wir haben Konvektionen, wir haben auch Austausch der Luft mit der Außenluft. Das heißt eigentlich als ja, Dämmung vollkommen ungeeignet. Und deshalb haben die Leute begonnen, in den 60ern, 70ern Dämmmaterial in diese Hohlschicht einzubringen, um, wie gesagt, die Dämmeigenschaften der Mauer zu erhöhen. Nur hat die Mauer, die Außenmauer ja den Sinn, den Schlagregen abzuhalten. Das heißt, das Durchfeuchten der Innenwand zu verhindern.
Und deshalb ist es wichtig, dass dieses Dämmmaterial halt eben auch gewisse Eigenschaften erfüllt, um die Innenwand zu schützen. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Das Einbringen des Dämmmaterials in die Zwischenwand, in die Hohlschicht, findet von außen statt. Das heißt, in einem gewissen Abstand von ungefähr einem Meter werden Bohrlöcher in die Fugenkreuze bestenfalls der Außenwand gesetzt. Dann wird ja der Applikationsschlauch, die Düse eingesetzt und das Material einfach dazwischen gepumpt. Und so funktioniert das auch mit Kavipor. Man sieht hier beispielsweise jetzt unser Prototypen-Mischkammer, von da ausgehend einen Schlauch, der hier in ein Loch in die Zwischenwand eingeführt wird. Und da wird dann der Schaum appliziert und der wird dann als quasi konzentrischer Kreis, als Schaumkissen aufgebaut, bis er dann am nächsten Bohrloch ankommt. Dann wird die Düse umgesteckt und so arbeitet man sich ja um die Wand drumherum, bis alles ausgefüllt ist. Das Ganze auch nochmal hoffentlich an unserer Modellwand gezeigt. Wieder ein kleines Video. Genau. Das heißt, unsere Modellwand, die bei uns im Labor seit circa 5 Jahren im Einsatz ist, das bedeutet, sie wird regelmäßig befüllt, der Schaum wird getrocknet und wird wieder ausgebaut und dann evaluiert, hat Dimensionen von 1,50 Meter Breite, 1,50 Meter Höhe und eine Tiefe von circa 10 Zentimetern. Und wie man hier sieht, wird der Schaum, wenn er eingebracht wird, fließt wirklich schön konzentrisch weg von der Einfüllstelle. Als Schaumkissen, jetzt sieht man, er ist am nächsten Loch angekommen, dann wird die Schaumdüse gewechselt und das nächste Schaumkissen aufgebaut. Ich muss gestehen, ich habe jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen hochgesetzt, dass wir uns das Entstehen der Schaumkissen jetzt nicht über einen längeren Zeitraum anschauen müssen. Genau, aber was man sehen sollte, wie gesagt, der Schaum schön fließfähig, kommt in alle Ritzen, füllt alles wunderbar aus, lässt sich auch ein bisschen drücken, wie man jetzt am letzten Schaumkissen, das ich wieder auf Normalgeschwindigkeit gesetzt habe, sehen kann. Setzt sich dann in die Ritze, in die Fugen und auch in die Ecken, sodass dann im Endeffekt alles, die ganze Fläche homogen geschlossen und gefüllt ist. So, jetzt habe ich schon gesagt, ja, Anwendungsgebiet ist die Kerndämmung. Für manche bekannt, für manche unbekannt, für uns als Hersteller natürlich auch wichtig. Was haben wir denn da überhaupt für ein Potenzial? Macht es Sinn, da was hinzuentwickeln? Das ist jetzt ein kleiner Umweg quasi über die Potenzialberechnung, um ja, Ihnen da vielleicht auch ein bisschen einen Eindruck zu geben. Ist es denn eine lohnenswerte, eine große Anwendung? Wenn man davon ausgeht, alleine in Deutschland, wir haben 19 Millionen Bestandsgebäude ungefähr. Von denen sind 30% tatsächlich aus doppelschaligem Mauerwerk aufgebaut. Und nach einer Erhebung vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München sind davon circa 50% tatsächlich noch komplett ungedämmt. Das heißt, wir haben 2,7 Millionen Bestandsgebäude, die darauf warten, in der Kern oder mit der Kerndämmung energetisch saniert zu werden. Jetzt haben wir üblicherweise eine Sanierungsquote von 1%. Das bedeutet, dass man ungefähr ja, 30.000 Maßnahmen pro Jahr durchführen kann. Jetzt mit dem Green Deal wird hoffentlich die Sanierungsquote auf 2% hochgesetzt. Dann wären 60.000 Häuser im Jahr, die energetisch saniert werden. Aber im Endeffekt sieht man, dass man doch noch einiges an Arbeit vor sich hat, um alle Gebäude auf den energetischen Stand, der gefordert ist, zu bringen. Eines dieser vielen Gebäude, die noch ungedämmt sind, ist jetzt unser Pilotobjekt in Bremerhaven, das wir identifiziert haben. Das ist ein Wohnblock, ja, Werkblock nennt es sich, erbaut 1930ern ungefähr mit 6 cm Hohlschicht. An diesem Gebäude hatten wir jetzt die Möglichkeit, eine Masterarbeit ausführen zu lassen, beziehungsweise war die Applikation von Kavipor in diesem Gebäude und die wissenschaftliche Begleitung war ein Teil einer Masterarbeit vom Herrn Pisch, der das, wie gesagt, für uns ausgeführt und begleitet hat. Und dadurch haben wir sehr schöne Vergleichswerte, die ja auch hier gezeigt sind. Wenn wir jetzt beispielsweise die U-Werte, also im Endeffekt die ja, Dämmeigenschaft der Wand, die Güte der Dämmeigenschaft der Wand betrachtet,
haben wir vorher mit der nicht gefüllten Hohlwand haben wir einen U-Wert von 1,7 Watt pro Quadratmeter mal Kelvin und nachdem die Wand gefüllt ist mit KaviPor einen U-Wert von 0,5 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Jetzt ja, Watt pro Quadratmeter Kelvin und die Zahlen sagen vielleicht nicht jedem von Ihnen was, aber was auf jeden Fall eindrucksvoll gezeigt ist, dass der U-Wert um ca. 70% sinkt. Das heißt, dass die Dämmleistung der Wand um 70% erhöht ist. Und das ist ja schon eindrucksvoll. Ja, was bedeutet das quasi auch umgerechnet ins Finanzielle? Das heißt, dadurch, dass ich eine bessere Wanddämmung habe, brauche ich weniger zu heizen, brauche ich ja, weniger Kosten aufzubringen, um halt den Raum zu heizen. Und das muss ich natürlich gegenrechnen gegen den Invest, den ich tätige, um die Kerndämmung ausführen zu lassen. Und so rechnen wir mit einer finanziellen Amortisation von circa 5 bis 7 Jahren. Neben der finanziellen Amortisation heutzutage ist es natürlich auch noch wichtig, dass wir uns die CO2-Bilanzen angucken. KaviPor an sich lässt sich sehr, sehr CO2-sanft, sage ich mal, herstellen. Das heißt, wir haben einen sehr geringen CO2-Footprint, sodass die CO2-Äquivalente, die bei der Herstellung von KaviPor betrachtet, Herstellung der Rohstoffe über den Transport, über die Herstellung und Fertigung der Komponenten, Wiedertransport, Herstellung des Schaumes und das Einbringen des Schaumes, das ist die CO2-Bilanz von KaviPor, gerechnet gegen das, was wir in einem gewissen Zeitraum an CO2 einsparen, dadurch, dass wir weniger heizen müssen. Und hier liegt die Amortisation bei 4 bis 8 Monaten. Also in weniger als einem Jahr hat sich der CO2-Fußabdruck von KaviPor schon wieder abgehakt und gerechnet. Da wir im Publikum bzw. Auditorium auch ein paar Energieexperten und Architekten haben, gehe ich noch ein bisschen tiefer ins Detail und hoffe, die anderen Zuhörer mitnehmen zu können. Und zwar wurde im Rahmen dieser Masterarbeit auch eine sogenannte WUFI-Simulation durchgeführt. WUFI bedeutet Wärme- und Feuchtetransport instationär. Und das ist ein Programm, ein Simulationsprogramm vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik. Das betrachtet quasi an einem bestimmten Punkt, in einem bestimmten Wandaufbau, wie dort Wärme- und Feuchtezustände sind und wie sie sich über die Zeit verändern. Ich beschreibe das jetzt ein bisschen ausführlicher, vielleicht ein bisschen praktischer zum Wandaufbau. Also wenn wir uns wirklich das Gebäude in Bremerhaven angucken, sieht man, wir haben außen die Klinkerwand, das ist 12 cm dicker Klinker. Dazwischen 6 cm Hohlschicht, also Kavität. Dann nochmal 12 cm Kalksandstein. Das ist die innenliegende Wand, die tragende Wand. Und die ist verputzt mit einem Mineralputz. Und die Wand hat natürlich den Sinn, das Außenklima Bremerhaven mit dem Innenklima Wohnraum abzutrennen. Ja, bestmöglich. Jetzt kann man mit der WUFI-Simulation, wie gesagt, verschiedene Punkte in diesem Wandaufbau anschauen. Und zum einen können wir uns dadurch auch angucken, wie beispielsweise die Trocknung von KaviPor aussieht, wie lange das braucht in diesem Aufbau. Hier dann der Messpunkt in die Mitte der Kavität gesetzt. Genau. Das Ganze ist jetzt in dem Graph auf der linken Seite zu sehen. Ich führe kurz durch. Man startet den blauen Graphen bei 7 Volumenprozent. Und diese 7 Volumenprozent ist der feuchte Gehalt des frischen KaviPor-Schaums. 7 Volumenprozent sind die 70% Masse. Da starten wir jetzt und beobachten den Verlauf der Feuchte über die Zeit und sehen, okay, nach ungefähr 2,5 Monaten, das hier unten ist die Zeit aufgetragen, das ist ein ganzes Jahr, also nach 2,5 Monaten hat sich KaviPor durch die Klinkerwand und durch die Kalksandsteinwand soweit ausgetrocknet. Im weiteren Verlauf des Jahres sehen wir, dass das Außenklima in Bremerhaven, was durchschnittswertmäßig in dem WUFI-Programm auch hinterlegt ist, dazu führt, dass KaviPor auch einen gewissen Teil von Feuchte, der relativen Feuchte aus der Umgebung wieder aufnimmt. Allerdings nur maximal 1 Volumenprozent. Das bedeutet, es besteht keine Gefahr, dass es wieder in den Ursprungszustand zurückkommt, sondern es ist ja hydrophobiert und das Maximale an Feuchte, was wieder aufgenommen wird, ist 1 Volumenprozent. Wir sehen, das findet im Sommer statt, wo die Luftfeuchte hoch ist. Und wir sehen auch, dass es wieder, wenn es wieder in den Winter geht, wo die relative Feuchte
niedrig ist, dass die Feuchte auch wieder abgegeben wird aus dem System. Das heißt, wir konnten aus der Simulation sehen, Cavipor trocknet in dieser Kavität innerhalb von 2,5 Monaten komplett ab. Es reabsorbiert reversibel auch wieder maximal oder bis zu 1 Volumenprozent Feuchte. Wie gesagt, reversibel, nimmt es auf, gibt es aber auch wieder ab. Und für die Fachleute unter Ihnen, die werden direkt sagen, okay, wenn es Feuchte aufnimmt, ist das natürlich nicht so gut für die Wärmeisolation. Das haben wir aber natürlich in dem Bemessungswert, der angegeben ist, dem sogenannten Lambda-Wert berücksichtigt. Das heißt, Cavipor, um dem vorwegzugreifen, ist in die Wärmeleitgruppe 35 eingeteilt. Eine weitere Sache, die vielleicht oder die ganz bestimmt auch interessant ist, ist natürlich der Effekt. Was bedeutet das denn, wenn ich Cavipor in die Wand einbringe und gucke mir einen anderen Messpunkt an, nämlich hier auf der Innenseite oder auf der Oberfläche der Innenseite von der Wand. Das heißt, da, wo mein Wohnraum im Endeffekt ist. Wir schauen uns das vorher an. Ich führe wieder durch die Grafik durch. Hier unten links gezeigt, da links gezeigt. In blau dargestellt ist die relative Feuchte, in rot dargestellt die Temperatur. Und ganz kurz gesagt, wenn man sich den Temperaturverlauf anguckt, innerhalb von 3 Jahren, wir haben jetzt einen 3-Jahres-Zeitraum, schwankt die Innentemperatur irgendwo zwischen unter 15, was ziemlich kalt ist im Winter, auf über 25 Grad. Das heißt, wir haben eine ordentliche Temperaturauslenkung innerhalb dieser Zeit, wenn wir die Hohlwand nicht gefüllt haben. Die relative Feuchte in blau gezeigt, schwankt auch. Wie gesagt, da, wenn es in der Umgebung relativ trocken ist, dann haben wir auch auf der Innenseite der Wand, also direkt da, wo mein Wohnraum ist, auch eine relative Feuchte von ungefähr 50% und im Sommer steigt diese an bis über 70%. Das ist auch eine gewisse Schwankung. So, jetzt vergleichen wir das mit dem Fall, wenn Cavipor eingebracht ist. Und was direkt auffällt, ist das, was es auch sagt, was man direkt sehen soll, ist, dass es im Winter die negativen die Kältetemperaturen quasi abgeschnitten werden. Das heißt, man erreicht auf der Innenseite der Wand Temperaturen, die per se oberhalb von 18 Grad liegen. Und auch im Sommer sehen wir, dass die Temperaturen nicht mehr über die 25 Grad rausgehen. Das heißt, da haben wir auch einen relativ schönen Effekt. Auf die Feuchte schauend, also nochmal die blaue Kurve, sieht man im Vergleich zwischen links und rechts, dass wir eine ähnliche Schwankung haben, wie wir es dann auch im unsanierten Zustand haben. Aber der Durchschnitt ist mal gerade locker um 10% runtergesetzt. Das heißt, die Wand ist ein bisschen trockener als im unsanierten Fall. Genau, zusammengefasst, wie gesagt, unsanierter Fall, wir haben hohe Temperaturschwankungen, wir haben einen hohen Energieaufwand, um natürlich diese negativen oder kalten Temperaturen ausgleichen zu wollen und eine relativ hohe Feuchte im Sommer. Und das führt zu einem unbehaglichen Wohnklima, hohen Energiekosten und einem erhöhten Schimmelrisiko. Wohingegen auf der anderen Seite, wenn wir Cavipor eingefüllt haben, geringere Temperaturschwankungen stehen, dadurch ein geringerer Energieaufwand und auch eine geringere relative Feuchte. Und das führt zu einem angenehmen Wohnklima, niedrigen Energiekosten und einem reduzierten Schimmelrisiko. Also sehr schön. Genau, zum Eigenschaftsprofil, was Cavipor denn besonders macht, beziehungsweise was es erfüllen muss, um eingefüllt zu werden in die Kerndämmung. Dafür haben wir uns natürlich den ursprünglichen Schaum angeschaut, den UF-Schaum, hier in dieser Grafik auf der linken Seite gezeigt, und zwei Wettbewerbsmaterialien, nämlich EPS-Perlen, also Styroporperlen, die zum Teil eingebracht werden, und Mineralwollfasern, die auch verwendet werden, um in die Zwischenwand eingeblasen zu werden. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sieht man direkt, UF hat eindeutig die Stärken bei den Verarbeitungseigenschaften, aber die Schwächen bei den Materialeigenschaften. Stärken, Verarbeitungszeit, günstiges Equipment. Dadurch, dass es ein Schaum ist, hat man geringere Lager- und Transportkosten und die Marge ist natürlich auch nicht ganz uninteressant für den Verarbeiter. Von den Materialeigenschaften habe ich schon gesagt, die Emission von Formaldehyd ist halt der Diskussionspunkt und der Grund dafür, warum jetzt erstmal 2020 die Zulassungen nicht weiter verlängert wurden. Eine andere Eigenschaft, die es auch zu verbessern gilt, ist die Brandklasse vom UF. B2-Klassifizierung bedeutet, das Material ist zwar schwer entflammbar, aber bedeutet auch noch ordentliche Restriktionen, was die Anwendung in den Gebäudeklassen angeht. Also man darf keine Hochhäuser damit ausscheuen, man darf
keine kommunalen Gebäude eigentlich damit ausschulen, also Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Da gibt es dann Restriktionen. Darf man im Übrigen auch nicht ohne weiteres mit EPS. Und dadurch, dass es ein Ortsschaum, also ein Reaktivschaum ist, muss auch deren Herstellung überwacht werden mit einem relativ hohen Zeitintervall, also zweimal pro Jahr. Aber aus dieser Tabelle kann man schön unser Ziel, was natürlich am Anfang der Entwicklung stand, definieren. Das heißt, ganz groben, wir wollen die Verarbeitungsvorteile eines Schaumsystems beibehalten und natürlich die Materialeigenschaften verbessern. Und das haben wir auch geschafft, sonst ja, würde ich heute nicht hier sitzen und Ihnen sagen, dass das KWPOR-System ein super System ist. Wie gesagt, die Haupteigenschaften hier gezeigt in der Tabelle, die thermische Isolation, natürlich die wichtigste Eigenschaft für einen Dämmstoff. Da hatte ich schon gesagt, dass die Wärmeleitgruppe 35 ist. Das ist vergleichbar mit Standard Styropor beispielsweise oder Standard Mineralwolle, die eingeblasen wird. Ein weiteres Ziel, das war ja die Unbedenklichkeit. Das heißt, dass wir keine schädlichen Emissionen aus unserem Schaum heraus haben. Wir haben die Formulierung so gewählt, dass wir auch keine Schadstoffe im Schaum selber haben. Da kann natürlich auch kein Schadstoff rauskommen. Und das haben wir uns auch zertifizieren lassen mit dem sogenannten EMI-Code-Label. Und da sind wir dann in die EC1-Plus-Klasse, die beste Klasse, einkategorisiert worden. Weitere Vorteile für die Verarbeitung ist natürlich, dass der Verarbeiter selbst sicher das Material verarbeiten kann, dadurch, dass es ein wasserbasiertes System ist. Das heißt, es gibt keine Stäube und es gibt auch keine Fasern, wie beim Einblasen von anderen Materialien beispielsweise. Und das Material kann auch weiter bzw. wieder verwertet werden, beispielsweise wenn ein Rückbau stattfindet von den Gebäuden. Da muss nicht aufwendig KWPOR oder der Dämmstoff aus dem Bauschutt raus separiert werden, sondern kann einfach mit dem Bauschutt zusammen wiederverwertet werden als Unterbau für Straßen oder Parkplätze beispielsweise. Und ein dritter wichtiger Punkt ist die Nichtbrennbarkeit, die ja unser Ziel war. Und dadurch, wenn Sie sich noch erinnern, ganz am Anfang habe ich gezeigt, der trockene Schaum besteht aus 90% anorganischen Bestandteilen, also mineralischen Partikeln. Und das führt dazu, dass wir in eine Nichtbrennbarkeitsklasse kommen. Das heißt, die Tests, die durchgeführt werden, sind ein kalorischer Wert, der bestimmt wird, der muss unter einer bestimmten Grenze liegen und der Single Burning Item Test, also SBI-Test, muss bestanden werden. Und das haben wir geschafft und wie gesagt, haben die Klassifizierung A2, S1, D0 bekommen. Was das jetzt nun mal bedeutet, die Nichtbrennbarkeit, haben wir auch nochmal zwei kleine Videosequenzen gezeigt, die hoffentlich funktionieren. Genau, auf der linken Seite sieht man jetzt hier den sogenannten B2-Kleinbrennertest. Ist im Endeffekt nichts anderes als ein Bunsenbrenner, direkt an eine getrocknete Platte von KWPOR dran gehalten. Und man sieht, ja, es passiert nichts, außer dass sich ein bisschen Ruß von der Flamme auf dem KWPOR-Schaum abscheidet. Auf der rechten Seite sieht man einen miniaturisierten SBI-Test, also diesen Single Burning Item Test. Da werden die beiden Wangen einer Ecke mit KWPOR ausgekleidet und dann eine Flamme direkt in die Ecke eingestellt und somit halt eine definierte Wärme bzw. Hitze appliziert und es wird gemessen, was an Rauchgasdichte, also ob irgendwelche gefährliche Brandrauch aufsteht, Brandgase, Entschuldigung, und ob zusätzlich zu der Wärme, die durch die Flamme eingebracht wird, aus dem System durch das Abbrennen von Bestandteilen auch noch Wärme frei wird. Tut es nur in geringem Maße, und zwar so gering, wie gesagt, und wie man auch sieht, dass wir als nicht brennbares Material eingestuft werden. Also. Ja? Jawohl. Noch eine Ergänzung zu den Eigenschaften, wie ich sie eben gezeigt habe. Thema Nachhaltigkeit habe ich eben schon erklärt, ist ein großes Thema. Wir haben eine Environmental Product Declaration, das ist das EPD, wie es hier vorne steht, durchgeführt. Das können Sie beispielsweise auf der Homepage des IBUs, also Institut für Bau und Umwelt, beispielsweise nachschlagen. Und unter anderem findet man dran den eben beschriebenen CO2-Fußabdruck, der mit kleiner als 0,4 Kilogramm CO2-Äquivalenten pro Kilogramm Verkaufsprodukt sehr niedrig ist. Also niedriger als Mineralwolle bzw. Steinwolle, ist niedriger als EPS, niedriger als Polyurethan zum Beispiel. Und wie ich eben gesagt habe, das Material ist wieder verwertbar mit dem Bauschutt,
aber auch wieder verwendbar. Wenn man den Reinstoff, den rein getrockneten Kaviporschaum hat, kann man den klein mahlen und in die Fillerkomponente zum Beispiel wieder mit einführen. Was natürlich wichtig ist, Produkt muss es auch geben, um es einzusetzen. Also wir produzieren das Material in Ludwigshafen und haben Kapazitäten für mehrere tausend Tonnen. Also das ist kein Thema, dass wir das herstellen können. Und anwenden, habe ich eben auch schon gesagt, dürfen wir das Material auch in der Kerndämmung. Dafür haben wir die deutsche und die europäische Zulassung. So, wie gesagt, ja, ein tolles Produkt mit tollen Eigenschaften für die Kerndämmung. Aber letztes Kapitel, wir wollen natürlich nicht nur bei der Kerndämmung bleiben, sondern wir gucken uns natürlich auch weitere Anwendungsfelder an, mit denen wir oder die wir Kavipor dann auch einbringen können. Und das erste beispielsweise hier gezeigt, sind Trockenbauwände, sowohl externe als auch interne, also Außenwände und Innenwände. Und hier haben wir jetzt als Beispiel auch eine Hohlwand gefüllt. Bei uns im Ludwigshafen, im BASF Creation Center, haben wir eine Trockenwand, die, wie man sieht, beplankt mit Rigipsplatten ist, fertig installieren lassen. Alle Kabel wurden eingezogen und als allerletzten Schritt wird dann das Dämmmaterial, sprich Kavipor, eingebracht, bevor dann verspachtelt bzw. verputzt wird und dann die Wand geschlossen wunderschön aussieht. Eine verwandte Anwendung ist das Applizieren von Kavipor in Dachschrägen und Geschossdecken. Wie gesagt, ganz ähnlich. Die Kavität ist ein bisschen breiter normalerweise, aber auch hierfür ist Kavipor geeignet. Und ein weiteres Anwendungsbeispiel jetzt für den Neubau, weniger für die Sanierungsfälle, ist, dass man direkt schon Steine, Hohlblocksteine beispielsweise, mit dem Kavipor-Schaum füllen kann, was, wie gesagt, sehr, sehr einfach ja, zu bewerkstelligen ist von der Verarbeitung her, wenn man denn diese Schaumfüllanlage konzipiert hat und einsetzt. Genau, und das dient natürlich dazu, dass die Wärmedämmeigenschaften des Hohlblocksteins oder generell der Bausteine verbessert wird. So, dann kommen wir zur Zusammenfassung, das in dieser animierten Grafik einmal zusammengefasst, was Kavipor so kann. Es lässt sich staubfrei und einfach und sauber verarbeiten. Dadurch, dass es ein Schaum ist, lässt es sich leicht lagern, transportieren und dann auf der Baustelle durch kleine Löcher in die Kernschicht einbringen. Es hat keinen Eigendruck. Es haftet sehr gut an mineralischen Oberflächen, was zu einer hohen Beständigkeit führt. Lambda-Wert von 35 Milliwatt pro Kelvin Meter führt zu einer guten Wärmeisolation. Es ist auch geräuschdämpfend. Es lässt Dampf sehr gut durch, aber Wasser nimmt es halt eben nur, wie ich eben gezeigt habe, im flüssigen Zustand gar nicht auf. Es ist nicht brennbar und bietet auch die Sicherheit, wie man der EPD sagt, für die Umwelt zum Thema Nachhaltigkeit. Es lässt sich schnell applizieren und schnell bedeutet, dass es auch eine kurze Amortisationszeit hat. Es ist eine lohnende Sache, Kavipor einzusetzen. Und ganz am Lebensende lässt sich, wie gesagt, Kavipor entweder wieder verwerten oder wieder verwenden. So, und damit bin ich am Ende meines Vortrags und bin ganz gespannt auf Ihre Fragen. Vielen lieben Dank, Frank, an dich. Ich teile noch mal kurz meinen Bildschirm und möchte mich auch von meiner Seite noch mal herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit heute. Und wie gesagt, wir laden Sie herzlich ein, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie gerne den Chat oder die Q&A-Funktion oder heben Sie Ihre Hand. Wir stellen Sie laut und Sie können Ihre Frage auch gerne direkt stellen. So, wir haben eine Frage, Frank. Und zwar ist die Frage, wie verhält sich Kavipor preislich im Vergleich zu anderen Einblasdämmungen, zum Beispiel Zellulosedämmung? Tja, es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man mit Kunden redet, wollen sie natürlich immer direkt Preise wissen. Es ist ein Entwicklungsprodukt und deshalb sind wir, was den Reinstoff angeht, natürlich ein bisschen oberhalb von Mineralwolle, von EPS oder auch der Zellulose. Jetzt muss man aber nicht nur den Reinstoff angucken, sondern wirklich auch
Einfachheit in Anführungszeichen der Anwendung des KaviPros. Das heißt, wenn man über die ganze Kette schaut, das heißt, wenn man Transport, wenn man Lager, wenn man die Verarbeitungszeit komplett rechnet, dann sind wir da, dass es sich 1:1 im Endeffekt verhält und austauschen lässt gegen EPS oder gegen Mineralwolle. Da sind wir in unserer Rechnung, da wollen wir hin. Wahrscheinlich wird es ganz am Anfang beim Einführen von dem Material vielleicht minimal teurer sein, aber mit den Eigenschaften, die wir haben, lässt sich das, ist der Wert auf jeden Fall gerechtfertigt. Und zum Thema Zellulose, da sind wir natürlich in der Anwendung der Kerndämmung laufen wir halt eben auch nicht gegen die Zellulose, da diese von der Feuchteaufnahme natürlich ganz andere Eigenschaften mitbringt und jetzt in der Kerndämmung zumindest keine Konkurrenz oder keinen Wettbewerb darstellt. Vielen Dank für die Antwort. Sollte es noch eine Rückfrage geben, dann gerne auch melden. Genau. Wir sind noch da. Genau. Dann kommt eine Frage herein. Wie sieht es mit Nagern aus? Nagern. Also wir haben einen Nagertest haben wir noch nicht gemacht, aber wir haben einen Test mit Termiten gemacht und Termiten mögen Kavipor beispielsweise nicht wirklich. Also die konnten sich im Kavipor nicht vermehren. Genau, das ist der Test, den wir gemacht haben. Ich glaube, das Material, ich meine, Sie haben es jetzt noch nicht angefasst, aber ich denke, das Material an sich kann man vergleichen von der Konsistenz her mit Blumensteckschaum, diesem grünen Blumensteckschaum. Und ich weiß nicht, vielleicht noch ein bisschen fragiler, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Mäuse oder Siebenschläfer darin wohlfühlen. Aber wie gesagt, Test haben wir noch nicht gemacht. Vielen Dank für die Frage und auch die Antwort. Gibt es weitere Fragen aus dem Plenum? Falls dem nicht so ist, der Frank und ich, wir bleiben noch ein bisschen hier in der Webex. Bis 16 Uhr sehr gerne. Sollten Sie noch individuelle Fragen haben an den Herr Reuter, dann gerne bleiben Sie auch bei uns. Ansonsten, Frank, da ist noch, Entschuldigung, es kommen gerade noch zwei Fragen rein. So, sehr gut. Ich höre auf mit meinem Abschluss. Die Fragen sind die erste, welche Geometrie muss die Kavität haben? Das ist relativ flexibel, sagen wir es mal so. Dadurch, dass der Schaum fließfähig ist, kann er quasi in sämtliche Geometrien eingebracht werden. Also jetzt muss man ein bisschen sehen, wie eng die minimale Kavität im Endeffekt ist. Aber ja, theoretisch ist es auf jeden Fall auch möglich, enge Kavitäten zu befüllen. Da muss halt der Druck der Maschine entweder ein bisschen angepasst werden. Also da kommt es ein bisschen auf das Zwischenspiel zwischen Technologie und, wie gesagt, Applikation, Geometrie, Dicke des Hohlraums an. Und die Nachfrage dazu war, also das heißt, sie kann gebogen sein. Ja. Gut, dann warte ich jetzt mal noch, bevor ich wieder mit meinem Abschluss anfange. Sehr gerne stellen Sie Ihre Fragen noch oder heben Sie die Hand oder das Fragezeichen. Ja, unmuten Sie gerne. Sie können Ihre Fragen auch direkt an Herrn Reuter stellen. Eine für mich. Sehen Sie das Potenzial für weitere Verbesserungen in der Wärmeleitfähigkeit? Gute Frage. Hat man die verstanden, was ich vorgelesen habe? Wiederhol bitte nochmal. Genau. Wie sehen Sie das Potenzial für weitere Verbesserungen in der Wärmeleitfähigkeit? Dadurch, dass wir zum einen ein offenporiges Material haben, wird halt eben weiterhin die Transmission durch die Luft stattfinden. Das heißt, wir haben keine geschlossenen Poren, was halt die Wärmeleitfähigkeit nochmal verbessern würde, beziehungsweise verringern würde. Die Wärme wird schlechter geleitet, wenn wir geschlossene Poren haben. Und wir sind mit der Dichte
Können wir vielleicht noch ein bisschen runtergehen, dann würde sich wahrscheinlich die Wärmeleitfähigkeit auch noch mal ein bisschen verbessern. Aber im Groben sehen wir im Moment keine Richtung für eine extreme Verbesserung. Wie gesagt, das könnte man machen, indem man die Poren vielleicht noch ein bisschen kleiner macht, indem man sie schließt oder indem man die Dichte vielleicht noch ein bisschen heruntersetzt. Aber alles sind erstmal keine so dünnen Bretter. Sollen wir unser Schlussplädoyer halten? Wir fangen mal an. Vielleicht grätscht noch jemand dazwischen. Genau, jederzeit gerne. Also die Einladung bleibt natürlich bestehen. Wenn es noch Fragen gibt, gerne melden. Ansonsten bedanken wir uns. Frage, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit am heutigen Freitagnachmittag. Wir hoffen, Sie haben einen guten Eindruck von unserem wunderbaren Produkt Kavipor bekommen. Wenn Sie noch Fragen haben im Anschluss oder nächste Woche Diskussionen führen, gerne auch an Herrn Reuter oder mich wenden. Wir kümmern uns sehr, sehr gerne um Ihre Anfragen und würden uns freuen, da auch in Kontakt zu bleiben. Sie erhalten von uns natürlich noch eine E-Mail im Nachgang, wo wir Ihnen dann auch die aufgezeichnete Session zur Verfügung stellen. Mit diesen Worten, Frank, ich glaube, wir können einfach allen ein frohes Wochenende wünschen. Genau. Ein paar hoffentlich sonnige Stunden. Ja. Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Genau, vielen Dank. Und vielleicht die Internetadresse noch kavipor@bsf.com für weitere Fragen. Super. Auch von mir, wie gesagt, Dankeschön für das Interesse, für die Zeit und ein tolles Frühlingswochenende. BASF. We create chemistry.